Platz für Platz, ich bin Lars und das ist nicht Lars. Genau, das ist Lukas, Freunde. Heute gibt es eine ganz spezielle Challenge. Und zwar geht es heute um Fortnite V-Bucks. Oh mein Gott, die können ihr wahrscheinlich gewinnen. Genau, ihr habt gesehen im letzten Video, Lars ist im Fortnite-Fieber und deswegen haben wir wieder was Schönes für euch vorbereitet, wie wir es damals schon gemacht haben. Und zwar könnt ihr heute V-Bucks gewinnen. PSN-Cards, in Form von PlayStation-Guthaben. Damit könnt ihr euch dann schön die V-Bucks gönnen. Hey, gib her. Davon gibt es noch ein paar mehr. Wir haben jetzt nur zwei mit auf den Platz gebracht. Aber wir schauen mal, wie das Endergebnis ausgeht. Und je mehr wir heute treffen, desto mehr könnt ihr gewinnen. Denn wir treten heute gegen jemanden an. Es ist wirklich eine Abscheulichkeit auf YouTube. Umle Pferdebauch ist heute unser Gegner, Freunde. Moin. Wir treten heute gegen Umle Umle an. Ich bin der Böse heute. Er ist heute der Böse. Das heißt, wir müssen treffen, damit ihr V-Bucks gewinnt, Leute. Auf Instagram seht ihr jetzt auch, wer den Adidas-Ball gewonnen hat. Den unterschriebenen Adidas Champions League. Weil das seht ihr in unserer Story. Also schaut vorbei. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Ich hoffe, du hältst den Ball in aller Ehren. Und bleibt auch bis zum Ende dran, um zu sehen, wie ihr diesmal die V-Bucks gewinnen könnt. Jeden Sonntag eine Verlosung für euch. Ist das nicht geil, Leute? Das ist doch mal was, ey. Da könnt ihr direkt schon mal ein Like da lassen, Freunde. Dann haben wir uns super ausgedacht. Und Lego. Und damit es heute richtig viele V-Bucks zu gewinnen gibt, haben wir auch den besten Torwart EU West im Kasten. Auf YouTube der beste. Ihr kennt doch Salah im Tor, Freunde, mit der Nummer 1 und 0 hinten drauf. Die 0 steht für die Torwartleistung. Auf jeden Fall. Ja, also Leute, das funktioniert so. Ja. Hazel hat heute nur die Hälfte an Schüssen von uns. Das heißt, Holzi und ich, wir haben doppelt so viele Schüsse. Und die Differenz an Toren könnt ihr in V-Bucks gewinnen. Ein Tor, gleich 1000 V-Bucks, Leute. Ihr werdet es immer unten eingeblendet sehen, wie viele V-Bucks ihr gewinnen könnt. Das heißt, ich werde mein Bestes geben, nicht. Der Anreiz zu Hazel ist natürlich, dass er auch V-Bucks gewinnen kann. Das heißt, ja, endlich mal. Endlich mal Skill. Das heißt, wenn er heute es schaffen sollte, wirklich mehr Tore als Lars und ich zusammen zu schießen, kriegt er die V-Bucks. Oh, das lassen wir nicht zu, das Leute. Das lasse ich niemals zu. Und lasst schon mal einen Daumen hoch dafür die Verlosung. Wirklich. Wir wollen euch was zurückgeben für die 700k, Leute. Ihr seid geilsten, deswegen machen wir das. Okay, Leute, der Torwart ist warm, wir sind warm und heiß. Und wir fangen an mit Torabschluss-Reaktions-Challenge. 2 vs 1, Leute. Wir holen euch die V-Bucks, Freunde. Glaubt uns. Jeder von uns hat 3 Schüsse, ihr wisst Bescheid, aber Lars und ich sind in einer Hype-Team. Let's go. V-Bucks, Freunde! Das sind jetzt theoretisch die ersten 1000. V-Bucks! Yo, Freunde, die ersten 1000 sind da und die ersten 1000 nehme ich euch jetzt wieder weg. Oh. Ha! Blaue, du Blaue! Evil! Der Dreckige. Sind wir wieder auf 0, Freunde, aber wir holen das für euch. So, Freunde, der Holz, ihr holt euch jetzt direkt wieder die 1000 zurück. Nein! Oh. Der kam zu mittig, Freunde. Freunde, ich muss mich erstmal ein bisschen einspielen und dann gleich, versprochen, hole ich euch die V-Bucks. Holzi will die V-Bucks nicht ausgeben, aber ich hole sie wieder rein, Freunde. Ja. 1000 sind wieder drin. Der beste Torwart EU West ist back. Soll ich ihn reinmachen? Soll ich? Ich werde ihn reinmachen. 1000 sind wieder weg. Soll ich da machen? Nicht ich bin euer härtester Gegner, sondern der Lauro. Wir spekulieren mal darauf, dass Lauro sich im Laufe des Videos nochmal bewegen wird im Tor. Wieder auf 0. Jetzt muss der Holzi es richten. Jo! V-Bucks für euch! 1000 wieder! Okay, und letzter Durchgang jetzt. Wir können jetzt theoretisch auf 3000 insgesamt erhöhen. Schönes Ding. Wir lassen euch da rein, steht der Lauro mal wieder im Tor und guckt dem Ball hinterher. Sehr schön gemacht hier. Yeah! Schauen wir mal die Antwort vom Hazelinho. Wollt ihr V-Bucks? Ja, wollen wir. Wollt ihr V-Bucks? Wollt ihr? Kriegt ihr nicht. Ha! What a day! Vielleicht doch nicht Striker, sondern Goalkeeper. Vielleicht nicht Lauro, sondern Laura. Und jetzt können wir auf 3000 erhöhen. Leute, die 2000 stehen gerade safe. Ich erhöhe jetzt auch auf die 3000. Oh mein Gott! Oh, 3000!
Das war wirklich maschallah gut, Alter. Das war echt gut. Okay, Freunde, wir stehen gerade bei 3000 V-Bucks, aber wir legen noch 1000 oben drauf. Für dieses Traumtor, deswegen 4000, Freunde. 4000 sind es gerade. Ehrenmänner, deswegen. Was? Und jetzt geht's weiter, Bruder. Wir wieder zweimal, also wieder doppelt so viel wie den Dummkopf. Ja, jetzt Doppelpass und dann Tor, Freunde, ne? Wisst ihr Bescheid, jeder drei Versuche. Doppelpass alleine? Okay. Ich fang an. Traumtore geben 1000 extra, okay? Okay? Neue Regel, Freunde, weil wir sind in Gönnerstimmung. Heute sind Gönnjamin-Wochen, genau. Gönn nur an. Freunde, das war so. Da waren die V-Bucks und auch einfach so. Boom, Alter. V-Bucks weg. So, Freunde, jetzt gibt es ein Traumtor. Das sind dann auch nochmal 1000 extra weg, ne? Okay, okay. Aber du bist nicht in der Lage, Traumtore zu schießen. Das stimmt auch wieder. Das hätte instant unsere V-Bucks wieder auf Null gesetzt, dieser Schuss. Junge, das war der Quaresma. Euer Glück, aber ich nehme sie euch noch weg. Vielleicht ja ein Kur nächstes Mal. Okay, Leute, wir haben immer noch 4000 V-Bucks. Boah! Ja, ist Karma? Karma! Kur Karma? Karma! Karma, Karma Reshma? Neue Runde, neues Glück, Freunde. Alleinsteiger, let's go auf den V-Bucks-Zug! Dann keine schönen Tore, dann effiziente Tore, Freunde, für euch. So, Freunde, jetzt kommt ein Traumtor à la Ferdinio. Pferd! Ha! Oh, war das knapp. Ehre, war drin. Ja? Nicht! Okay, ich muss große Tore schießen für euch, Freunde. 5000, machen wir jetzt 6000. Easy, vielleicht sogar 7000, wenn ich Winkel treffe. Boah! Boah! Mann, Potato, Traumkombi! Freunde, wieder 1000 aufs Konto. Lass uns hier zusammenspielen, auf einfach mal ein Like da lassen. 6000, ja, Jubel! Maschallah, mach nochmal! Freunde, keine schönen Tore mehr, nur noch effiziente jetzt im nächsten Durchgang. Hazel hat leider seinen Schuss vergeben. Ich weiß nicht, was da los war. Hazel, lern mal Fußball. Und jetzt mein letzter Schuss in diesem Durchgang. Wir haben 6000. Oder die 7 für CR7. Jetzt kommt ein richtiger CR7, Freunde. Oh, Handballvorlage. Und 7000 sind da, Freunde. Amna. Ha! Okay, Freunde, wir haben 7000. 7000, Freunde. Und jetzt sind wir in der dritten und letzten Challenge, die heißt Elfmeterschießen. Oh. Ganz genau. Wenn wir jetzt aber wirklich viel für euch raushauen, ihr wisst, ich bin der Elfmeter-King. Hazel kann keine Elfmeter schießen, deswegen perfekt. Oder du stinkst richtig, Alter. Erster Elfmeter, erstes Tor. Boah, mach die Raupe, Raupe. Okay, Freunde, jetzt gibt's das Pferd. Oh mein Gott! Mach die Raupe! Raupe! Mach die Raupe! Ja, du hast schon du hast gezogen, Alter! Immer noch 8000, Freunde! Ah! Jubel! So, Freunde, jetzt hat der Hazel seinen schön vergeben, trotz Linko-Aktion. Sehr geil! Ich muss meinen nur dreckig reinschieben und dann stehen wir bei 9000! 9000 schon! Was? Dreckig in die Mitte, Freunde. Eigentlich wollte ich den Lauro töten, aber ja. Immerhin 1000 V-Bucks auf euer Konto. Wir gehen ja aufs Ganze, Freunde. Alles oder nichts. Yay! Mach die Raupe! Raupe! 10.000, Freunde, schon. 10.000? Daraus machen wir jetzt 9.000. Ja. Rechts oben. Keine Ehre. Oh no! Spekuliert der einmal. Boah, da hat Lauro echt einen Ball. Oh mein Gott. Da wollte ich einmal den klassischen Holzi bringen, weil er immer trifft. Aber der Lauro, der hat Intelligenz zum Frühstück gefrühstückt. Okay, Freunde, keine Sorge, ich erhöhe jetzt wieder auf 10.000 V-Bucks. Ich meine V-Bucks. Lauro, was sind eigentlich V-Bucks? V-Buck, aber modern. Boah, er wird jetzt so einkassieren, Alter, für diese Aussage. Bruh. Freunde, ich wollte aufs Traumtor gehen, ich wollte nicht auf Safety spielen.
Ich wollte die doppelten V-Bucks rausholen. Okay, Freunde, dann legst du jetzt nochmal in Pferdemaske. Dann hau ich jetzt nochmal rein. Keine V-Bucks. Weißt du nicht, was ich schlimmer finde hier, das Pferd oder diese Torwartleistung? Ich habe jetzt die einzigartige Chance von 8000 V-Bucks, bei dem wir gerade stehen, nochmal auf 9000 zu erhöhen. Deswegen drückt jetzt Like und dann werde ich auch treffen, Freunde. Okay, ihr habt geliked. Nope. Ey, wir sind so dumm. Freunde, wir haben es verkackt. Beide haben am Ende Latte gemacht. Mein Gott, ey. Da wollen wir einfach das Traumtor und nochmal die 2000 V-Bucks holen für euch, Freunde. Okay, Freunde, es tut uns leid. Am Ende sind wir nur bei 8000 V-Bucks angekommen, die wir an schade, euch verlosen. Freunde, schade. Das ist mies. Nein, Spaß, Freunde. 2000 gibt's auf meinen Nacken nochmal. Oh, 2000. Ehrenjong, Alter. Ehrenjong. Damit das glatte 10 sind. Okay, das heißt, es sind mal 10.000, Freunde. Leute, die. Gib her, Alter. 10.000. Das heißt, 5 von diesen 20 Euro PSN-Guthaben kann, könnt ihr auf unserem Instagram gewinnen. Ganz genau. Wir werden im Laufe des Tages werden wir immer die Codes in die Story hauen. Ne? Deswegen die Stories abchecken und einfach schnell sein, wenn ihr den Code seht. Genau. Wer es als erstes sieht, als erstes einlöst, der hat die 20 Euro und kann sich was Schönes bei Fortnite kaufen. Also checkt Insta ab, @Protatoes. So hat jeder die Chance. Und gebt ein Like für dieses Video und für mehr Verlosungen, Leute. Sogar zwei Likes. Danke dafür, Freunde. Und Humlee hat am Ende doch noch ein bisschen Ehre bewiesen. Ein bisschen Ehre, Mann. Ein bisschen Ehre ist noch da. Danke. Muss man sagen. Alles klar, Leute. Und Road to 1 Million, Leute. Oh mein Gott. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Rein.